Alles schon eingepreist, höre ich die ganze Zeit immer wieder seit Jahren, wenn der Kurs von Bayer fällt. Und mal gucken, ob jetzt wirklich alles eingepreist ist, denn mittlerweile gibt es ja auch keine Dividende mehr. Gestern hat das Management verlautbaren lassen, dass man die Dividende auf das gesetzliche Minimum. Wer von euch wusste übrigens, was das gesetzliche Minimum bei einer Dividende ist? Wir haben das recherchiert. Im Gegensatz zu den großen Zeitungen, die das einfach nur so abgeschrieben haben übrigens. Naja, auf das gesetzliche Minimum wurde die Dividende reduziert, das sind 11%. Das ist, faktisch ist die Dividende weg, denn es bedeutet unter einem halben Prozent Dividendenrendite. Und wer Bayer gekauft hat, der hat natürlich immer auf die Dividende geschielt, das behaupte ich mal. Naja, aber vielleicht haben wir jetzt eine Turnaround-Story vor uns, denn der Aktienkurs könnte das ja suggerieren. Das werden wir alles jetzt in diesem Video erfahren, jedenfalls meine Meinung. Aber an der Stelle noch, der ein oder andere, der lässt sich ja dann vielleicht von mir beeinflussen. Aber nein, bitte kauft die Aktie erst dann oder verkauft die Aktie nur dann, wenn ihr selbst euch nochmal Gedanken gemacht habt. Mein Name ist Thorsten Tietwers und ich weiß, hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien und um die Bayer-Aktie. So, also los geht's. Bayer. Wir haben hier die Pressemitteilung und hier wurde gesagt, dass Bayer seine Dividendenpolitik anpassen will, um seine Schulden abzubauen. Das ist auch notwendig geworden wegen des freien Cashflows. Gucken wir uns erstmal an, was das für die Dividende bedeutet. Gehen wir hier in den Dividendenalarm rein und da sehen wir hier den Einbruch bei der Dividende. Bayer, eine Dividendenaktie, gab über 2%, eigentlich so schon relativ lange, ab 2016. Dann, nach der Monsanto-Übernahme, ging die Dividende normal nach oben, die Dividendenrendite auf 3% plus, weil es eben schon Probleme gab und der Aktienkurs gesunken ist. Dann haben wir hier schon eine Dividendenkürzung gehabt, trotzdem lag die Dividende noch bei 3%. Und dann hat sich hier die Situation weiter verschlechtert, der Aktienkurs ist weiter gefallen. Warum? Darauf kommen wir gleich. Und jetzt haben wir den Salat hier, eine Dividendenrendite auf 11 Cent Ausschüttung jetzt dann. Das wäre eine Dividendenrendite von nicht mal 0,4% und das Ganze, wenn wir erstmal auf 3 Jahre die Dividende aufs gesetzliche Minimum reduzieren. Was heißt jetzt gesetzliches Minimum? Es gibt das Aktiengesetz hier und das Problem ist, das Management würde vermutlich die Dividende gerne komplett streichen, aber dann wäre das anfechtbar, selbst wenn es durch die Hauptversammlung ginge, weil man mindestens 4% des Grundkapitals ausschütten muss als Dividende. Und deshalb hebt man dann 11 Cent noch raus. Das ist der Grund, warum man am liebsten gar nichts mehr rausgeben würde. Das sieht man hier, und zwar am freien Cashflow. Der ist jetzt nämlich negativ, zum ersten Mal seit 2000. Da ist also nichts mehr über, was man ausschütten könnte. Und tja, sieht man auch wunderschön hier, da sieht man auch dann nochmal die Schuldensituation übrigens. Das ist jetzt die Tilgungskraft. Die Tilgungskraft ist der freie Cashflow abzüglich Dividende. Blieb immer was über bis im Jahr 2000. Und jetzt, ja gut, hier 2020 auch, 2021 auch, aber da war es auf jeden Fall weniger dramatisch als hier, negative Tilgungskraft von fast 4 Milliarden. Das kann so nicht aufrechterhalten werden, weil die Schulden, wir haben hier die zinstragenden Schulden, die steigen, das ist die absolute Zahl. Und setzen wir die ins Verhältnis zum Vermögen, dann sieht man auch hier, die Schuldenquote liegt bei 40%. Vor der Übernahme noch von Monsanto lag sie bei unter 18%, hat sich also mehr als verdoppelt. Und die Klagen, die wollen ja kein Ende nehmen. Gucken wir jetzt mal, also ist es nachvollziehbar, dass die Dividenden so faktisch gestrichen wurden. Ich nenne es eine Dividendenstreichung. Ja, aber jetzt könnte es ja ein Turnaround-Play sein, Bayer. Und wenn wir uns hier mal die gesamte Kursentwicklung angucken seit 2000, dann wäre das auch dringend notwendig, weil der aktuelle Aktienkurs liegt mit 28 Euro unter dem Aktienkurs vom Jahr 2000. Damals hat die Aktie 46,35 gekostet. Das muss man sich mal geben. Und wir sind auch weit unter dem Corona-Crash. Hier ist der Corona-Crash, da war die Aktie bei immer noch 40 Euro. Also haben wir jetzt einen Turnaround-Wert vor uns. Könnte sein, auch wenn wir hier auf die Multiples gucken, da ist jetzt das bereinigte KGV bei unter 5. Den bereinigten Gewinn, den müssen wir ja jetzt auch nehmen. Und dann haben wir hier dann einmal den bilanzierten Gewinn. Das seht ihr hier schön. Auch mit den vielen Verlustphasen, wegen den Rückstellungen. Die Rückstellungen hier schon 16 Milliarden
Euro. Aber wenn wir den bereinigten Gewinn nehmen, da haben wir den Rückstellungen beispielsweise draußen als außerordentliche Geschäftsvorfälle. Und da sieht man besser, wie das eigentliche Geschäft verläuft. Und das verläuft leider schleppend bzw. enttäuschend. Wir haben hier überhaupt kein Gewinnwachstum mehr. Das heißt, wenn man diese Aktie kaufen wollte, dann müsste die wirklich zum absoluten Schnäppchenpreis notieren. Wo sind aber eigentlich die Probleme? Warum läuft es nicht so gut bei Bayer? Das auch noch mal ganz kurz. Wir haben hier natürlich das Roundup-Dilemma. Und da ein Wort einfach noch mal dazu, dass das Ganze auch so ein bisschen unfairen Charakter tatsächlich hat, weil wir haben hier zum einen die US-Gesundheitsbehörde Environmental Protection Agency und die hat gesagt, Glyphosat sei nicht krebserregend. Wo ist dann also das Problem? Das Problem ist, dass auf Bundesstaatenebene, wir haben ja, wie viele Bundesstaaten hat die USA? Ich glaube 50. Also auf Bundesstaatenebene Klagen stattfinden, dass die Verbraucher auf den Verpackungen von Roundup, wo Glyphosat drin ist, keine Hinweise gelesen haben, dass das gesundheitsgefährdend krebserregend sein könne. Obwohl hier die US-Gesundheitsbehörde gesagt hat, es ist nicht krebserregend. Und jetzt ist die Verteidigung von Bayer relativ zäh, das heißt nicht auf Kompromisse eingestellt, auf Vergleiche eingestellt. Man versucht sich zu wehren und auch Urteile anzufechten, in die Revision zu gehen, weil man meint, man sei im Recht. Und das kann man ja hier auch verstehen. Und hier gibt es zum Beispiel man versucht auch das oberste Gericht in den USA dazu zu kriegen, zu sagen, was soll der Scheiß, wenn hier auf Ebene des gesamten Staates gesagt wird, dass das hier nicht gesundheitsschädlich sei. Wie kann man dann Klagen auf Bundesebene zulassen, die uns dazu verpflichten sollten oder die uns quasi versuchen, in die Pflicht zu nehmen, weil wir hier auf der Verpackung irgendwas hätten draufschreiben sollen? Naja, okay, also es ist nachvollziehbar, dass Bayer sich wehrt, aber da ist noch viel los und es ist einfach kein Ende absehbar von den Klagen. Das reicht aber noch nicht. Es gibt noch mehr Probleme. Wir haben ja hier unterschiedliche Segmente von Bayer. Und das Problemgeschäftsfeld ist ja Crop Science. Aber also das ist Bayer heute. So sieht Bayer heute quasi aus. Das sind die Geschäftsfelder. Dann haben wir noch pharmaceutisches Geschäftsfeld. Und da gibt es leider auch ein Problem. Denn auf der einen Seite laufen Blockbuster aus bezüglich der Patente. Und man braucht natürlich neue Blockbuster. Und da ging es um eines Asundexian, so soll das heißen, Gerinnungsmittel, glaube ich. Damit wollte man wirklich viel Umsatz generieren, über 5 Milliarden Euro bei einem Konzernumsatz von nicht mal 50 Milliarden Euro. Und dann ist das hier passiert. In dem Fall kann man der Tagesschau mal glauben, Bayer-Aktie stürzte nach Pharmaflop ab am 20.11. Und zwar hat man festgestellt, dass der erhoffte Blockbuster nicht so wirksam ist, wie man sich das erhofft hat. Und er kommt jetzt wohl so nicht auf den Markt. Daraufhin ist die Aktie abgestürzt. Das war hier diese Kursbewegung hier. Das war wegen der ja, schlechten Ergebnisse, Studienergebnisse von diesem ja, erhofften Blockbuster. Wir haben also auch im Pharmabereich Probleme. Jetzt könnte man sagen, ja, es gibt jetzt einen neuen CEO, der wird es schon richten, aber ein CEO alleine reicht nicht, auch wenn es ein guter CEO ist und der Baumann endlich weg ist, dem wir dieses Monsanto-Desaster zu verdanken haben. Es soll jetzt also ja, das Unternehmen agiler werden, dynamischer, effizienter. Man will Stellen abbauen und so weiter. Das ist alles, ist es überhaupt schön? Nein, es ist nicht schön. Aber das würde für mich auf jeden Fall erstmal nicht langen, um zu denken, dass es dann hier bezüglich des Gewinnwachstums besser laufen sollte. Bleibt eigentlich jetzt nur noch ein komplett ausgebombter Aktienkurs, um zu sagen, da ist doch alles schon 10-mal eingepreist und wenn die ganze Panik verflogen ist und es alles einfach so weiter plätschert, dann wird der Aktienkurs schon wieder steigen. Gucken wir mal, ob das so ist. Dafür gehen wir hier in die dynamische Aktienbewertung rein. Hier bereinigter Gewinn nehmen wir für die Bewertung und legen den fairen Wert drüber. Und das suggeriert out of the box erstmal, basierend der faire Wert auf dem durchschnittlichen Bewertung der letzten 10 Jahre mit einem KGV von 11,2, dass wir hier einen fairen Wert hätten von 63 Euro bei einem Aktienkurs von unter 30. Und das wäre natürlich eine Menge Aufwärtspotenzial. Jetzt muss ich aber sagen, Vorsicht, nehmen wir jetzt erstmal das sind viele Jahre in der Durchschnittsbewertung drin, wo noch nicht Monsanto
Probleme gemacht hat, weil die Übernahme noch nicht stattfand. Die Übernahme stand dann erst, die Probleme haben wir erst hier 2018. Nehmen wir jetzt mal die Durchschnittsberechnung nur für diese Jahre, dann wird das KGV, geht es schon runter, ist durchschnittlich auf 7,3 und der faire Wert sinkt auf 41 Euro. Und jetzt setze ich noch einen drauf und zwar korrigiere ich das KGV nochmal runter, weil wir ja nicht nur Probleme haben in der Spalte Crop Science, sondern auch in Pharmaceuticals. Habe ich ja gerade ausgeführt und wenn ich dann hier auf 5 beispielsweise runter korrigiere und das ist schon ja, wirklich konservativ, ich gebe es zu, aber es ist auch Unternehmen, wo einfach nicht besonders viel SAF momentan drin ist, dann haben wir hier eine Renditeerwartung fürs laufende Geschäftsjahr sogar vielleicht im Minus und dann basierend auf den Analystenschätzungen bis Ende 2025 von jährlich auf sachgerechnet 5,3% und dann nochmal noch ein Jahr weiter, dann hätten wir hier 6,2% und dann wird sogar wieder mit leichtem Gewinnrückgang gerechnet. Das ist natürlich alles Glaskugel so weit nach hinten. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Bayer ist für mich absolut kein Investment. Die müssen erstmal beweisen, dass das Organische, dass sie überhaupt wieder in der Lage sind, den Gewinn, wenigstens nach einem bereinigten Gewinn, zu steigern, dass das operative Geschäft wieder läuft, dass der neue CEO besser ist als der alte CEO und am besten noch, dass ein Ende der Monsanto-Klagen in Sicht ist. Vorher ist das Unternehmen für mich absolut kein Investment und ich wäre auch nicht überrascht, wenn der Aktienkurs noch weiter sinken würde. So, das also leider die negativen Einschätzungen meiner Person zu Bayer. Glücklicherweise gibt es noch viele andere echte Qualitätsaktien, in die du investieren kannst. Der Aktienfinder macht es ja relativ leicht, die zu finden. Ja, was ist deine Meinung zu Bayer? Siehst du das Ganze vielleicht ein bisschen positiver? Habe ich was Wesentliches übersehen? Kannst du gerne in die Kommentare reinschreiben. Happy to discuss. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.